Hallo und willkommen zurück zu Atelier Lulua. Ja, ihr seht mich am Kessel stehen. Es geht weiter mit unserer Arbeit hier. Ich habe das Heu, was wir letzte Folge gecraftet haben, verbraucht haben, neu gecraftet. Und jetzt haben wir hier zwei neue Boost-Items freigeschaltet letzte Folge. Ich denke, mit denen fangen wir mal an. Oh, ich sehe gerade, hier brauchen wir Thunderwater. Wo kriege ich Thunderwater her? Modis Ruinen, alles klar. Schreibt's für mich auf, wir müssen nochmal in die Modis Ruinen. Ich will jetzt hier diese Sachen auf jeden Fall herstellen. Warte mal, warum hatte der Awakened Lightning plus 2? Ach so, alles klar, verstehe. Wir nehmen den. So, Hyperpartikel, damit können wir unser Eisattribut erhöhen. Und dann zuletzt nochmal was für Erde. Ah, das will ich nicht. So. So, wird da im Buch auch nochmal was freigeschaltet? Ne, leider nicht. Dann gehen wir nochmal die Synthese-Sachen durch. Ich glaube, hier werden wir jetzt aber fertig. Wir können jetzt zu sinnvollen Produkten übergehen. Entweder Accessoires oder Sachen, die wir benutzen können. Ich denke, dieses Dark Water wird mich mal reizen. Ganz unten, okay. So, wir haben letzte Folge dieses Pure Poison hergestellt. Hier ist, glaube ich, Silent Fang, das wirklich interessante, der interessante Trade. Und jetzt brauche ich noch mal was. Ich gucke erstmal, was es hier für Awakened-Effekte gibt. Ansonsten brauche ich was, was die TP erhöht. Inflict Deadly Poison, Level 4. Das macht was? ...80% Chance auf Deadly Poison. Ja, das wäre schon mal ganz gut, ne? Und da haben wir vor allen Dingen Blitz. Mich wundert, dass da rechts bei Blitz nichts passiert. Haben wir so viel Feuer? Hä? Ach nee, wir haben jetzt Blitz 5 und wir haben Feuer 5. Okay, verstehe. Was haben wir hier noch für einen Awakened-Effekt? Vergiften und schlafen lassen klingt auch eigentlich ganz gut als Combo. Blitz und Feuer, das ist ganz doof. Ich mag das nicht. Warum ist das so? Hier haben wir auch so viel Erde mit bei. Okay, wir müssen die Night Lady nehmen, haben wir keine Wahl. Hier haben wir jede Menge Eis.
Ich sortiere mal nach Blitz. Da haben wir überhaupt nichts Vernünftiges. Dann sortiere ich mal nach Eis. Das wäre halbwegs okay. Ach so, oder warte mal. Wir können ja nachher auch nochmal tauschen. Wenn ich jetzt Erde und Feuer zum Beispiel tausche. Okay. Bei der rechten Sache. Feuer oder Blitz scheint da auch noch halbwegs egal zu sein. Invitation to the Hell würde sich hier anbieten. Oder... Ich bin halt neugierig, was bei Blitz rauskommt. Achso, ja, wir können es ja ganz leicht testen. Ich weiß auch wie. Ne, das war schlecht. So. Und jetzt Boost-Item. Cell Erosion. Ja, jetzt sagt mir doch mal, was soll ich denn jetzt für einen Effekt auswählen? Soll ich lieber Cell Erosion machen? Oder soll ich das andere machen, was bei Rot denn da steht? Keine Ahnung. Das heißt, ich werde auf Eis gehen. Machen wir das hier mal weg. So, genau, da haben wir nämlich Eis und Feuer. Ach, das ist alles blöd. Mein Gott, schlechter geht's ja gar nicht. Ich probiere es mal hiermit. Können ja auch noch später... Oder ich kann Erde... Ich guck mal. Ich nehme jetzt extra Erde, damit wir später Erde tauschen können. Genau, dann können wir Erde und Eis zum Beispiel tauschen oder Erde und Blitz oder Feuer. Genau, so rum machen wir das. Ich brauche auf jeden Fall was, wo ich noch mehr TP bekomme. Aber ich gehe mal so durch. Sowas. So. Jetzt gucken wir mal. Wenn wir Erde und Eis tauschen, lohnt sich das nicht. Erde und Feuer wäre ganz gut. Dann brauchen wir... Ne, beziehungsweise Erde und Blitz. Und dann brauchen wir aber noch einen Eispunkt. Ich sortiere mal nach Eis. Ja, genau, das klingt doch ganz gut. So einen nehmen wir hier. Mal testweise. So. Boost-Item und zwar... Das hatten wir gesagt, Erde und Blitz tauschen. Das klingt ja nicht so schlecht. Inflicts, also für unsere Verhältnisse. Cell Erosion kommen wir auf M. Und Despair kriegen wir den ersten Strich, also das Eis.
Kriegen wir noch irgendwo einen mehr Blitzpunkt raus? Beziehungsweise einen Erdpunkt mehr. Hier nicht, da nicht. Da. Ja, da will ich unbedingt dieses Deadly Poison haben. Schauen wir mal. Hier hätten wir zwei Erde. Aber kein. Achso, kein Blitz. Wäre ja auch okay. Nur mal testen. Da fehlt uns dann ein Eispunkt. Ich glaube, dieses Blaue, das ist für uns schlecht. Weil wir jetzt eine große Wirkung mit L haben, wo der Balken klein ist. Ihr versteht, was ich meine. Also, je weiter wir den blauen Balken füllen, umso niedriger wird der Effekt, den wir damit haben. Jetzt haben wir 13 zu 5 sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben eigentlich einen Blitz zu viel und müssen ein Eis da stattdessen haben. Okay, Eis habe ich nur das. Das heißt, wir bräuchten eigentlich dann weniger Blitz. Nee. Ah, das geht so nicht. Warte mal. Ich sortiere hier auch mal nach Erde. Kriegen wir nur den. Wenn ich den jetzt tausche und hier nehme ich nur zwei Erde eventuell. Ist egal. Das ist ganz schlecht. Nur mal testweise. Ja, kriegen wir nicht hin. Ich mache das trotzdem so. Mal schauen. Jetzt haben wir 47 TP.
Mit Silent Fang, da haben wir ja ohnehin schon Deadly Poison und Blindness, wenn wir wollen. Da brauchen wir diesen gelben Käfer da nicht unbedingt. Wenn ich den hier durch was anderes ersetze. Nur mal testen. Ja, sehr schön. Da haben wir Despair M und Erosion L. Das klingt ganz gut. Reichen die Trades? Silent Fang wäre 40. Ich brauche noch irgendwie einen TP-Punkt. So. Jetzt haben wir 57. Jetzt können wir hier Silent Fang nehmen. Und die Anwendung um 1 erhöhen oder critical zu sagen. Ach genau, hier wird auch das Power reduziert um 10%. Ne, dann lassen wir das bei 3 Anwendungen. Und nehmen hier Critical Plus mit rein. Das heißt, dich brauchen wir denn hier auch nicht. Du hast einfach nur zwei Erde. Ich sortiere mal nach Erde. Okay, es muss eine von den Honigameisen sein. So, 40, 50. Ja, für 10% mehr. Da können wir auch Critical nehmen. Nein, nehmen wir hier ohne Trade. Etwas bessere Qualität. So. Ich denke, so können wir das mal übernehmen. Das ist ja wie gesagt der erste Versuch. Mal sehen, wie gut das Teil denn überhaupt ist. Eventuell werden wir dann noch mal andere Varianten davon craften. So, direkt mal einstecken. Was kann denn weg? Ich denke, dieses doofe Fass zum Beispiel kann weg. Oder der alte Heiltrank. Hatte ich hier jetzt eigentlich immer noch diese doofe Kanone drin? Die muss auch mal ausgetauscht werden. Aber wo ist eine Fassbombe? Haben wir hier nicht.
Nehmen wir mal wieder so ein Teil erstmal rein. Das Ding wird ja relativ schnell immer ausgelöst. Das dauert nicht so lange. Können wir öfter einsetzen. Ich denke, das ist nicht schlecht. So. Ja, nächstes Teil. Magic Sword, da wird es schwieriger. Ach so, genau. Wir machen jetzt erstmal hier Secret Remedies. Dafür habe ich ja noch einen Auftrag. Da mussten wir möglichst gute Qualität abliefern. Qualität 138, ist ja Wahnsinn. Awakened Gunpowder. Nee. Hitpoint Recovery Level 2. Eigentlich lieber MP Recovery Level 1. Schauen wir mal. Das hat Eis und Erde. Das ist ganz doof. Das will ich nicht haben. Warum hat das alles Eis hier? Ich könnte nochmal so ein Teil nehmen. Ja, das ist mir dann egal. Lightning wäre ganz gut. Ja, Lightning und Feuer wäre natürlich super. Achso, genau, was haben wir für Trades jetzt schon? So, bei 13 Feuer kann ich mir, glaube ich, ein Eis mal erlauben. Und dann brauchen wir hier noch weiter Blitz. Blitz und Erde ist ganz doof. Eis ist noch blöder. Obwohl, das können wir uns immer noch leisten. Ja, dann nehmen wir noch einmal so einen hier. Mist, das reicht nicht.
Ja, ich könnte da später noch einen Blitzpunkt hinzufügen. Durch ein Boost-Item. Fixed Healing Buff eventuell. So, was hätten wir hier? Das ist gut. Few Bonus wäre auch gut, weil es wirkt ja nur auf eine Person. Dann 27. Wir haben 79 TP. Mein Gott. Habe ich hier noch irgendwas mit einem ganz teuren Trade? Nochmal Uses plus 2. Dann hätten wir insgesamt Uses plus 3. Sehr schön, kostet 25 Punkte. 35, 42, 52. So machen wir das mal. So, damit haben wir jetzt den Blitz auch voll. Ja, wir haben jetzt quasi doppelt so viele Anwendungen, die insgesamt 30% schwächer sind. Das heißt, wenn wir sonst ohne das Uses plus 3 drei Anwendungen A100% haben, sind es halt 300% Stärke. Und jetzt haben wir 6 mal 70, das sind halt 420% Stärke. Also ist schon besser, wenn man alles benutzt. So, das können wir jetzt Bericht erstatten. Ich muss mal eben kurz gucken. Was war da noch? Was brauchen wir noch für Qualität? Achso, genau, wir müssen zwei abliefern und insgesamt brauchen wir eine Qualität von 75. Das sollte ja kein Problem sein. So, was gibt's Neues? Achso, genau, Modis Ruinen wollen wir demnächst hin. Diese doofen Spirits, ja, die sollten jetzt kein Problem mehr sein, denke ich.
Okay. Nee, genau. Wir müssen die Secret Remedy noch ausrüsten. Ich pack tatsächlich die doofe Kanone weg, glaube ich. Obwohl, wir haben hier zweimal die Bombe. Fire Damage M, wer hat die denn hier noch reingelegt? Machen wir lieber einmal so eine rein. Und hier dann so Secret Remedy. Was macht eigentlich Fast Interrupt? Ach so, als Interrupt-Item ist die Wartezeit um 50% reduziert. Das ist ja super. Stimmt eigentlich. Dann können wir doch das hier mal tauschen bei dir. Das doofe Brot habe ich hier noch drin. Fantastisch. Dafür kriegen wir halt dann keine MP. Ach doch, HP und MP Recovery XL. Das ist ja fantastisch. Umwerfend sozusagen. So, sonst noch Sachen, die wir benutzen können. Das Schwert, ja, das Schwert war schwierig. Machen wir die Healing Bell mal. Ja, wir brauchen wenig Blitz am besten. Ist alles super doof hier. Also das geht noch. Das geht auch noch. Ja, das ist noch halbwegs okay. Haben wir einen Feuerpunkt. Ja, nehmen wir den. Das heißt, hier wird es auch schwierig bleiben. Das ist ja super. Achso, jetzt haben wir da Awakened Fire. Will ich das haben als Awakened Effekt? Mal eben gucken. Ja, der Rest ist auch Schrott. Können wir drin lassen. So. Was haben wir hier noch für einen Awakened Effekt? Sind das Erfahrungspunkte, die wir da mehr bekommen? Damage Reducer. Das klingt eigentlich besser. Erfahrungspunkte kann ich ja kriegen, indem ich mehr kämpfe, aber Damage reduzieren wäre schon okay. Nee, nee, nicht mit der Drachenschuppe, danke. Die spare ich mir noch auf. Blast Zone ist auch blöd. Probieren wir mal ohne Awakened Effekt. Eis wäre ganz praktisch. Feuer und Eis durch die Runensteine. Mhm. Feuer und Blitz, ja. Die Farbe. Man könnte natürlich jetzt eine andere Farbe herstellen. Das wäre ganz sinnig. Nur für die Healing Bell extra eine Farbe herstellen. Okay, ich nehme jetzt testweise mal einen so einen Runenstein. Dann schauen wir mal, was wir hier bekommen. Eis wäre gut.
Kanji! Ja, im Prinzip brauchen wir zweimal so eine Blume. Und dann brauchen wir jetzt eine Farbe, die noch zusätzlich einen blauen Punkt hat. Also rot ist okay. Es wäre mir auch egal, wir brauchen eigentlich nur einen roten Punkt, weil die Farbe ist völlig wurscht. Also Blitz darf sie nicht haben. Wisst ihr was? Diese ganze Healing Bell, die ist eh doof. Da gebe ich mir jetzt keine Mühe. Ihr seht ja, HP Recovery XS, HP oder dann nochmal Recovery Up M. Das sind alles Sachen, die brauche ich nicht unbedingt. Ich mache jetzt hier unseren Schrott mal eben weg, damit wir es einmal gebaut haben. So, wir sagen jetzt hier einmal das Tink. Das hier von mir aus. Den noch. So, nur damit wir es mal gecraftet haben und vielleicht können wir es als Quest noch irgendwann mal abgeben. Und ich sehe da mal, was dieses Impurity bedeutet. Mal eben gucken, ob ich es irgendwie verbessern könnte. Feuer und irgendwas tauschen ist überhaupt nicht sinnvoll. Nö. Nee. Boost-Item bringt auch nichts. Nee, komm. So, ich will es jetzt gar nicht ausrüsten. Ich will nur mal gucken, was bedeutet denn dieses Impurity? Zwei Statusveränderungen, zwei negative Statusveränderungen, die aber nicht Stun sind. Werden zu Resistenzen oder Reduktion von Max HP? Aha. Ach so, nein. Es wird, werden entweder zwei negative Statusveränderungen wiederhergestellt, die nicht Stun sind, oder Änderungen an unseren Resistenzen oder Reduktion von Max HP. Also zwei dieser Dinge insgesamt werden wiederhergestellt. Ja, ist ganz hübsch. Werde ich in der Praxis nie verwenden. Da sind diese grünen Pillen viel besser. Das heißt, es bleibt jetzt nur noch dieses magische Schwert. Es kann sein, dass ich mir dafür nochmal Wandering Mist mach was. Ein neues Dermetal mache. Ja, das war nicht schlecht. Rot, ja, das ist sehr gut. Das können wir machen. So, hier habe ich ja die... Genau, dafür hatte ich ja schon mal das neue Polish Powder schon vor der letzten Folge vorbereitet. Hier
Können wir nach Blitz sortieren oder nach Feuer? Müssen wir mal gucken. Eis ist ganz doof. Oh, Blitz und Feuer, so ein Wispstone, der ist ja fantastisch. Das ist natürlich auch gut. Ja, und hier dann nochmal Blitz. Also, ja, müssen wir so einen dieser Tränke nehmen. Also 4 Blitzpunkte brauchen wir schon, beziehungsweise ja 2 Blitz oder 3 Blitz und eine Erde ist zu wenig. Diese Dinger, die habe ich auch irgendwann mal gecraftet. Ich weiß schon gar nicht mehr wann. Ach so, wir haben zweimal eine Möglichkeit. Ja, dann reicht es ja doch. Awakened Effekt. Haben wir auch nur doofe Sachen. Temp Debuff, ja okay. Ja, gut. Kann man mal mitnehmen. Und jetzt reicht mir hier so ein einfacher Trank. So, jetzt schauen wir mal nach dem TP. Wir haben keine vernünftigen Trades, die wir hier übergeben. Ja. Hier haben wir nichts, ne? Critical Plus, doch, das können wir nochmal nehmen. So, dann haben wir 33, 43 Punkte. Das ist okay. Brauchen wir das Rot da eigentlich komplett? Ich glaube nicht, ne? Doch, brauchen wir komplett. Gut, dann kommen wir da nicht dran vorbei. Achso, nee, wir brauchen das Rot nicht unbedingt komplett. Wir haben ja noch ein Boost-Item später. Aber Inflict Burns oder Destruction Up sind jetzt keine Trades, wo ich mir die Finger nachlecke. Also lassen wir das so. Und nehmen als Boost-Item halt die Qualität plus 20%. Das ist auch was wert. Also, das hier von 63 auf 75 zu erhöhen, so vielleicht 5 bis 8% mehr Schaden oder so, könnte das durchaus bringen. So, das wäre auch nochmal Item Power plus 15%. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Qualität 20. Ich glaube, Item Power plus 15% macht mehr als die Qualität hier nochmal um 15 Punkte.
So, was kann das Ding? Eins dieser Brote kann mal raus. Und beide gleich. Also, das ist erstmal der rote Effekt, macht 380 Schaden. Also natürlich nicht 380, aber vergleichsweise ganz gut Schaden. Wir verbrauchen 10% unserer Hitpoints, wenn wir es einsetzen, das ist kein Problem. Oh, das ist ja fantastisch. Ich liebe Split. Mein Gott. Ich habe das früher als Eis schon gern gegessen, das Split, aber jetzt nochmal zwei Timecards. Das heißt, der Effekt tritt dreimal auf, ist 40% schwächer. Das heißt, im Prinzip haben wir, wenn wir normalerweise 100% Effekt haben, jetzt dreimal 60% Effekt. Macht insgesamt 180. Das ist schon okay. 60% Chance, den Gegner zu verfluchen. Was Target vom Curse? Ja, was denn nun? Kannst dich auch nicht entscheiden. Schön, müssen wir alles demnächst mal ausprobieren, wenn wir wieder auf Wanderschaft gehen. Das heißt, jetzt bleiben eigentlich nur noch Accessoires, wenn ich das richtig sehe. Runenstein. Oh, und Polierpaste. Ja, den muss ich erst wieder vorher craften. Hier auch. Brave Sigil können wir gar nicht herstellen, weil wir keine Klaue eines Erzfeindes haben. Das grüne Symbol, das können wir mal machen. Das rote Symbol. Ehrlich gesagt habe ich keine große Lust, die Sachen jetzt zu craften. Es sei denn, wir haben zufällig ein gutes Tink-Item dabei. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Stats Charge, das ist doch ganz gut. Ansonsten brauchen wir wenig Rot und viel Erde. Es ist schon okay, das hier so zu machen. So, Mountain Perle haben wir auch wenig Auswahl. Skill Power plus 12%, das ist doch super. Ein super Trade. Awakened Effekt. Defensive Level 4, also wahrscheinlich 20 Punkte Def oder so dazu. Oder na, vielleicht auch weniger. Nee. Ja, ist nicht so gut. Nehmen wir den Filter mal raus und sortieren hier mal nach Erde. Ist okay. Und der Awakened-Effekt Element Resistance Level 3 ist auch schön. Awaken Cloth. Ja, die anderen Sachen sind aber doof. Wenn ich das jetzt schon crafte, dann will ich auch den Erdbalken komplett füllen.
Das heißt, zwei Punkte dürfen am Ende fehlen. Skill Power plus 10%, das wollen wir mal sehen. Was sich da jetzt ergibt. Achso, ich habe eh. Brauche den gar nicht nehmen. Skill Power plus 10%. Und noch irgendwas mit TP nehmen. Ein TP-Trade. Nee, das kann ich mir nicht erlauben. Kann ich mir auch nicht erlauben. Ich muss schon was mit Erde haben. Nein. So. Die Karotte, die können wir einmal nehmen. So, nur mal zum Testen, damit ich jetzt sehen kann, welche Trade würden wir übertragen. Skill Power plus 22, ja, das ist super. Und Stats Charge. Ja, im Prinzip schon ganz gut. 40, wir brauchen noch einen weiteren Trade. Der maximal 22 Punkte kosten darf. Oder das könnte ich dann vielleicht sogar auch weglassen. So, gucken wir mal. Ja, es würde gehen. Professional war was? Qualität. Strange Affinity war was? Nee. Nochmal Skill Power plus 10%. Das ist nicht so schlecht. Dann hätten wir 40, 46 würden mir ausreichen. Dann brauchen wir das hier auch nicht zu verschwenden. Ich sortiere mal nach Qualität. So, das sieht doch ganz brauchbar aus. 55 TP können wir verwenden, wir brauchen nur 46 davon, alles gut. Die Awakened-Effekte sehen gut aus. Und ich muss jetzt nur noch zwei Erdpunkte hinzufügen durch ein Boost-Item. Und dann haben wir Windbind XL. Und dann werden wir feststellen, Windbind XL ist total doof. Das wollen wir gar nicht oder was auch immer. Achso, ich weiß schon, was es sein wird. Wir machen dann Windenergieschaden mit unseren Angriffen. Das ist schon gut. Man kann dieses Symbol ja extra dann anziehen, wenn man einen Feind bekämpft, der schwach ist gegen Wind.
So, wer könnte das anziehen? Erstmal gucken, was es jetzt überhaupt genau macht. Besser als Red Wall könnte es durchaus auch sein. So, schauen wir mal. Hitpoints und MP um 3 Punkte besser, dafür Defense um 7 Punkte schlechter. Das wäre also ja eigentlich schlecht, so etwas anzuziehen. Okay, 30% Chance, den Gegner zu verlangsamen, wenn wir angreifen. Das ist ganz nett. Und insgesamt 30% geringere Chance auf Status Ailment. Was haben die anderen für so... Also Dure ist ja eh auf der Reservebank. Oh, das wäre doch gar nicht so schlecht. Ich hoffe mal, dass das Windbind auch zählt, wenn er mit seinen Karten da so einen Skill einsetzt und so einen Area-Effekt Schaden macht. Komm, zieh das einfach mal an. Okay. Ja, den Rest machen wir ein andern Mal. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, noch weitere Sachen zu craften. Ich will jetzt lieber erstmal wieder Zutaten sammeln, weil ich merke schon, wir haben kaum noch Auswahl. Und deshalb müssen wir in die Modis-Ruinen. Das heißt, nächste Folge nochmal Modis-Ruinen und auch noch in die anderen Gebiete. Wieder Zutaten sammeln, gucken, ob wir irgendwo was übersehen haben, unsere Mining-Bombe Level 3 ausprobieren. Wo mir auch noch gesagt wurde, das ist natürlich blödsinnig, dass ich hier zwei ausrüste, denn es wird ja wieder aufgefüllt. Also ich lasse jetzt mal beide drin, aber ich muss ja gar nicht so viel davon craften. Wenn wir auch nach Hause kommen, wird ja hier wieder auf 7 aufgefüllt. Gut. Ich sag mal, wir sehen uns morgen in den Modisruinen. Bis dann. Tschüss.